Sägezahnplateau. Es erinnert an den Kiefer eines Drachen. Ich frage mich, was alle diese Teile der Reliktech früher waren. Etwas, das nicht einmal die Beobachter wieder zusammensetzen konnten. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Ich orte hier eine Reliktvorrichtung. Sie sollten sie scannen, Pathfinder. Was hat das denn in einem CAT-Lager zu suchen? Dem Schaden nach zu urteilen, haben die CAT Daten extrahiert. Dieser Kern ist zu stark beschädigt, um feststellen zu können, was sie erhalten haben. Dann müssen wir ihn noch mehr finden. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren.
Pathfinder, ich rate zur Vorsicht. Die Reliktaktivität könnte feindselig sein. Ich empfange in unmittelbarer Nähe Signale von Ausrüstung der Nexus. Die Person, die das hier zurückgelassen hat, sie gehörte zur ersten Welle von Kolonisten, richtig? Höchstwahrscheinlich. Und diese Forscherin könnte auch an anderen Reliktstätten Datenpads hinterlassen haben. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Jetzt fühle ich mich heimisch. Eine Welt ohne Wasser ist kein Zuhause. Ich frage mich, wie Eos wohl bei Regen aussieht. Wenn wir unseren Job machen, wird das irgendwann jemand erleben. Ah, der große See. Ich wette, Sie erraten nie, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Sieht aus, als wären da vorne Kit. Wir sollten vorsichtig sein. Ich habe den zentralen Ort ermittelt, mit dem die Überwachungsgeräte der Kett verbunden sind. Ich füge den NAV-Punkt jetzt ihrem System hinzu.
Hoffen wir, dass wir sie aufhalten können. Die Cat dürfen Prodromos auf keinen Fall schaden.